Herzlich willkommen, ihr Strategiker da draußen, und damit begrüße ich euch hier zum neuen Projekt namens ARK. Mit, wie man hier schon sieht, Marc. Diese Anmoderierung, wie man hier so sieht, Marc. Hallo. Ja, starten wir etwas ganz Neues auf dem Channel. Erstmal, ich habe Hunger. ARK ist ein Survival Game und deswegen ist das erstmal was ganz Neues auf dem Kanal. Und zwar, dass wir zum ersten Mal kein... Oh Gott. Zum ersten Mal kein... Oh. Leon. Nein. Böse Kreatur. Oh, denn, wir spielen denn? Zum ersten Mal kein Strategiespiel auf dem Kanal, sondern ein Futter. Survival Game. Ja, toll fürs Futter. Guck dir mal den Typ da hinten an. Warte, welchen? Der mag uns nicht so. Wer denn? Ja. Der da. Das ist nur ein Dilo, der ist relativ unaggressiv, sag ich mal so. Na, Dilo? Ich kenn ihn anders. Na, Dilo? Er probiert dich mit denen. Ach, Scheiße, ich hab vergessen, komm her. Mit dem Dilo, komm her. Schaden. Ja. Ich zähm uns mal ein Dino, ne? Ja, mach. Jetzt weiß ich wieder, wie man baut. So, wir zählen jetzt hier schon mal den ersten Dino. Das ist doch toll. Das wollte aber noch mal zwei Holz, zwei vor. Ich gehe sammeln. Also auf jeden Fall, ja, wir fangen jetzt erstmal ab. Wir sind dabei, dass wir zum ersten Mal ein Strategiespiel spielen. Ein Nicht-Strategiespiel, meinst du? Ein, ja. Nicht so wirklich. Ist okay, man kann es, muss man sagen, vielleicht ein teils kleines bisschen mit etwas, was Strategie zu tun hat, verbinden, aber nicht viel. Nee. Die einzige Strategie, die du dieses Spiel findest, ist die, dass du überleben musst, wie überlebe ich. Ja, und die nächste Strategie ist, wie sterbe ich nicht so schnell. Ich habe Hunger, dann ist irgendwas. Ich muss Fleisch essen. Habe ich hier irgendwo, kann ich schon bauen. Toll, jetzt bin ich vergiftet. Warum ist da rohes Fleisch? Haben wir hier irgendwo Feuer? Nein, noch nicht. Nee, dann. Egal. Dann ist Bären. Wir sind relativ am Anfang noch, da ist es jetzt nicht so schlimm, wenn ich sofort verkacke. Noch nicht, nein. Ist der gerade. Hast du den mit der Faust weggeschlagen? Naja, das. Wo ist das ganze Fleisch hin? Hm? Wo ist das ganze Fleisch hin? Welches? Von dem Feder. Ach so, ja, das habe ich mit der Faust weggeschlagen, deswegen bin ich ja so halb am Sterben. Hast du noch Fleisch davon? Ja. Gib mal her, bitte. Das brauchen wir für unseren Dilo. Hallo. Hallo. Ey. Ach so, ja. Hier reinziehen und dann. Heute noch? Ah, Fleisch. Ja, erstmal klarkommen hier. Sonst habe ich das immer auf der Konsole gezockt. Jetzt zocke ich es erstmal auf PC. Und falls ihr hier irgendwie. Mann. Falls irgendjemand hier hochprofessionelles Gameplay erwartet. Da ist die Tür, es geht wird, raus. Es wird nicht so viel davon zu finden sein. Nein, nicht hier. Guckt euch irgendwohin anders an. Wir sind keine Pro-Gamer, sagen wir es mal so. Wollen wir aber auch eigentlich gar nicht sein. Nee, nicht direkt. Wir dienen hier nur zur Unterhaltung, nicht um alles richtig zu machen. Man kann es ein bisschen mit den Leuten vergleichen, die einfach nur andere Leute, kann man sagen, unterhalten wollen. Und nicht jetzt, Ach Scheiße, das wird doch nichts. Professionell. Okay. Ach komm. Was? Das braucht man alles hier für ein bisschen. Hast du Holz? Ich hab noch kein Holz, aber ich kann dir gleich was geben, weil ich habe eine Spitzhacke. Ich brauche Holz und Stroh, sonst verkacke ich irgendwann hier noch. Okay, warte, Holz kriege ich vielleicht gleich. Hunger, es geht los. Ich überlebe eigentlich noch. Okay, das überlebe ich nicht. Was denn? Ich kann sagen, knappe 12 Sekunden noch. Aua. Ich habe so viel Schaden gekriegt. Muss. Oder ich krieg jetzt bitte jetzt schon Schaden. Ehrenessen. Hat durch einen Knochenbruch. Nee, durch Hunger.
frisst die Beeren, aber nicht die gelben und nicht die schwarzen Beeren essen, das weißt du ja, oder? Ja. Oh, ich habe keine Beeren mehr. Da. Achso, nee, das sind. Da. Die weißen waren die, ja, die kann man essen. Aber die würde ich nicht essen, weil die dir dann weniger Hunger bringen. Also, der verlierst du schneller essen, wenn du die isst. Ich habe aber schon sowieso keinen Hunger mehr. Ja, aber dann geht's noch schneller runter. Na. Okay, dann ist mein Tod bevorstehen. Toll! Oh Mann, ich will diesen Strahl. Ach, Dauer. Du bist tot. Einfach so. Das sag ich ja. Ich habe schon vor der Aufnahme gesagt, das überlebe ich. Das überlebe ich jetzt derzeit nicht. Weil wir erstmal einen guten Platz suchen mussten. Da bist du. Ein Dodo! Futter! Ein Dodo. Komm, Futter, komm. Och nö, komm her. Nein, hau ab, Kusch. Leon, hast du eine Waffe? Warum, ja? Ich möchte mich nicht gerade mehr selber Schaden zufügen. Leon, komm, ja, was ist denn? Hier. Oh, hallo, Dilo. Ich renn zu dem Strahl da hinten. We are gonna dancing. Au. Bin tot. Ja. Das meinen wir mit nicht hochqualifiziertes Gameplay. Das fängt schon mal ganz toll an. Nicht so viel. Wo bin ich jetzt gestorben? Marc, also, den Drop können wir noch nicht nehmen. Der ist noch zu hohes Level für uns. Echt? Wir können allgemein noch gar keinen Drop nehmen. Oh ja. Scheiße. Wo bin ich jetzt gestorben? Hier finde ich ja so toll. Marc, wo bin ich gestorben? Wo bist du? Hier hinten. Hinterm Stein. Da. Wo bin ich gestorben? Du bist... Schilalala. Hier sind die Bäume. Du müsstest rein theoretisch... Ja? Hier ist in der Nähe gestorben sein. Hier ist in der Nähe. Wow, diese Angaben. Da ist ein Dilo. Nein, der hat dich gekillt. Wahrscheinlich. Wenn er dich nicht aufgefressen hat. Da hinten liegen meine Sachen. Ah, was? Sachen. Wie? Ja, ich hatte schon Sachen. Ja. Ich überlege gerade, wo ich vorhin gestorben bin. Du hattest doch eh nichts. Doch, Stroh. Oh nein. Warte, Marc, ich mache dir mal meine ganz tolle Sachen für dich, okay? Ich verstehe nicht. Ich habe ja so einen scheiß Sattel hier drinne und einen Jägerhutskin und eine Dino-Brillenskin. Ja, das will ich alles gar nicht. Das brichst du von Anfang an. Das ist ja scheiße daran. Ich will das nicht haben. Marc, ich gebe dir jetzt mal so ein paar tolle Sachen. Hier kriegst du eine Axt. Oh, das wollte ich bauen. Und eine Spitzhacke. No, danke. Jetzt kann ich etwas essen. Axt, hui. Ein. Du. Ei. Eine Axt. Baba. So, Marc, du kannst ja schon mal erklären, was denn jetzt hier die ganze Zeit los war mit uns. Wie meinst du, was mit los war? Ach, so ja, warum wir die ganze Zeit nicht Let's Played haben, meinst du? Zum Beispiel, ja. Ja, das hatte allerdings damit was zu tun, dass wir eine Sommerpause eingelegt hatten und in der Zeit die ersten paar Wochen der Sommerpause damit verbracht haben, sehr, sehr, sehr viel auf Twitch zu streamen. Und danach haben wir halt ein bisschen auch uns von Twitch kurzzeitig entfernt und eine, kann man sagen, wortwörtliche Pause eingelegt. Davor war es ja gar keine Pause, kann man sagen. Da war kaum hatten wir mit den Let's Playen aufgehört, haben wir einen Stream angefangen. Ja, und die Let's Playen waren am Ende eigentlich eine richtige Pause. Es war eigentlich Stillstand auf dem Kanal, dadurch, dass wir hey, Level up. Uns eine Pause genehmigt haben. Stamina. Ich brauche ganz viel Stamina. Ich will gerne haben Rüstung. Aber wir hatten eigentlich am Anfang überlegt, ob wir es vielleicht mal ein tolles Event haben. Irgendwann mal Lust nach Lust und Laune, ob wir mal einen etwas längeren Stream, sage ich jetzt einfach mal so, bevor ich irgendwelche großen Töne schmeiße, einen etwas längeren Stream veranstalten wollen. Wie lange sage ich jetzt nicht? Müssen wir noch. Marc, gucke, ich hab was an. Guck mich an. Ich bin immer noch der Vogel, der mit.
Ich bin immer noch der Vogel, der mit normaler Kleidung mit Unterhose rumrennt. Ja, das tue ich auch noch. Ja, du hast wenigstens einen schicken Hut. Ja. Ich krieg nur Feuerstein, das ist nicht normal. Ja, mit der Spitzhacke kriegst du fast, kriegst du vorzüglich Feuerstein. Wenn du mit der Axt auf Steine klopfst, dann kriegst du Steine. Ich baue ein Lagerfeuer, ne? Mach, was du für nötig hältst. Mach ich schon. Wir müssen uns aber hier absprechen, wir sind ein Team, denk dran. Ich weiß. Ich stell's mal hier auf. Wir haben ein... Multitasking-fähig. Oh. Marc, da ist sehr aggressiv auf dich. Wer denn? Das Riesenvieh hier. Angreifen! Leon, was hast du? Ich hab nichts gemacht. Es hat einfach uns angegriffen. Das Ding können wir doch nicht attackieren. Doch, können wir, siehst du doch. Ich treffe zwar nichts, aber ich kann's. Ich hab bis jetzt immer so ein Ding getötet. Au. Au. Das ist irgendwie 30 Milliarden Leben, glaube ich. Ja, gegen den können wir nicht gewinnen. Doch, können wir. Wir können alles. Ich sehe einfach nur noch geruckeltes Bild. Ich auch. Ach so, Leute, das kommt übrigens. Das hat was mit dem Spiel zu tun. Das hat ja nicht. Das kommt nicht von uns oder so. Es hat nicht irgendwelche Fehler, sondern es hat was mit dem Spiel zu tun. Ich habe schon wieder Hunger. Das ist aber echt. Sag mal, was ist denn das? Ja, Hunger ist ja alle 12 Minuten Hunger. Hunger. Ich bin müde, ich habe Hunger, ich habe alles. Außer gute Sachen. Ich bin bewusstlos. Marc, Hilfe! Ich liege hier bewusstlos rum. Was hast du? Ich liege hier bewusstlos rum. Ich sehe Gras. Ich komme nicht an dich heran. Au. Das Vieh. Alter, jetzt nicht auch noch du. Hau ab, hau ab. Ich bin wieder aufgestanden. Ein Dilo! Nein! Geh weg! Das ist ein toller Anfang, weißt du das? Ein ganz toller Anfang. Ich frag noch am Anfang. Hallo, Marc. Soll ich irgendwie was durch die Einstellung vielleicht? Ja, ich hab keine Ahnung, was der Standard ist. Wo sind wir denn jetzt hin? Wir haben noch eine Möglichkeit. Aber hier sieht's friedlicher aus. Hier können wir, glaube ich, überleben. Ja, ich habe bloß keine Sachen mehr, aber... Schildkröte, Petri. Wer ist Petri? Ja, ich nenne die Pternodon immer Petri. Ah, ja, jetzt weiß ich was, wieso. Ey, kommt mal, Kompis. Deine Freunde. Alter, hau ab, du Mistvieh. Ich habe Hunger und bin fast tot. Hilfe. Geh weg, Kompis. Das ist ein richtig toller Anfang. Ja, aber ganz toll. Hilfe! Tot. Autsch. Was denn? Ich bin gestorben. Ach, ein Kopf, mal Kombi her, hat mich erregt. Da hinten bist du, hallo. Warte, ich komm zu dir. Take all. Marc, ich rette dich. Chompy-Attacke von allen Seiten. Tötet sie. Sie flüchten. Ich sehe es auch. Habt ihr davon? Was ist denn das hier? Arsch-Kompis. Niemand kriegt uns kaputt. Habt ihr so eine Art Biber gefunden? Was denn? Das ist ein Lurich. Oder irgendwas anderes leuchtartiges. Keine Ahnung, es ist dunkel, die sehen nur einen Umriss. Geh weg. Es greift uns nicht an, also können wir es auch erlegen. Ja. Alter, leck mich am Arsch, ihr Chompies. Mein Ochs. Er ist bewusstlos. Tötet ihn. Aua. Sag mal. Geht's dir noch gut, Kumpel? Ich hab ihn zu attackieren. Wer denn? Wo denn? Warum denn? Diese feige Sau hier.
Er ist auch bewusstlos. Tötet ihn! Tötet ihn! Ich kriege hier nur Hide von denen ein. Ich hab Hunger. Dann hol dir was zu essen. So. Ah, nein! Ich bin bewusstlos. Ich bin bewusstlos und liege hier rum. Ich höre nur einen Kompi auf mich einschlagen. Mark? Ja? Kannst du auf mein Inventar zugreifen? Ja. Siehst du, dass Dimberries liegen? Was soll ich sehen? Die weißen Beeren. Habe ich die? Dann fütter mich mal damit, damit ich schneller aufwache. Obwohl, warte, jetzt auch nicht mehr. Jetzt wache ich gleich auf. Jetzt nimmt er sich Sachen von mir. Du Arschloch. Was denn? Mein Hut. Gib mir meinen Hut wieder. Marc, gib mir meinen Hut wieder. Ich welchen Hut? Ich hab doch genau gesehen, wie der stand. Removed one cloth head. Aha. Hat er nicht, natürlich. Na klar, ich hab's ja. Das bestreite ich nicht. Aber ich wollte mal sehen, ob du es mitbekommst. Natürlich, ich krieg eine Meldung, wenn du mir was klaust. Och Mann, ey, das ist so eine scheiß Hungereinstellung. Man hat voll schnell Hunger. Ah, gib mich Essen. Nein, ich will kein Halt, ich will Essen. Ich will ein bewohnbares Zuhause. Ich kann uns vielleicht gleich wieder ein Feuer bauen, Marc. Dann haben wir jetzt etwas. Und ein bisschen Fleisch habe ich auch. Ja, das erstmal zu dem ersten Let's Play von Ark. Wie ihr seht, wir sind hier die Vollpros. Wir werden alles auf jeden Fall rocken. Wir werden nie sterben. Niemals, wir sterben noch nicht. Sag mal, wie lang ist jetzt schon das Video? Warum? Hast du schon keine Lust mehr oder was? Doch schon, ich will nur wissen. Das ist jetzt gerade für mich. Wir haben jetzt 17,5 Minuten. Oh, 17 schon, okay. Dann ist es zu spät. Willst du aufhören? Naja, ich wollte noch mal in den Einstellungen rumpuschen. Können wir ja dann nächste Folge machen. Also vor der nächsten Folge. Also zusammen, also wir spielen jetzt ja alles gerade mit den Einstellungen ganz blind. Ich bin jetzt ganz blind und haben keinen Plan mit den Einstellungen. Und einfach haben wir gesagt, okay, auf gut Glück machen wir mit Startwerte. Marc, Lagerfeuer. Aber die Startwerte sind anscheinend ein bisschen scheiße. Oh, jetzt habe ich nicht so das. Stirb, Parasaurus, stirb. Ja, renn da rein, das ist gut, das ist gut. Nein, nein. Let's fail Ark. Ja, quasi. Wo bist du jetzt hin? Oh. Okay, Leute. Marc, unser Essen ist weg. Nicht wundern, wenn wir statt Let's Play Let's Test hinschreiben. Let's Test Ark. Das Let's Play beginnt dann erst das nächste Mal. Das ist nur Let's Test. Das ist nur ein Test hier. Marc, ich brate zwei Fleisch. Das hier ist einfach mal so gucken, mit was für Einstellungen wir es machen. Das ist vollkommen logisch. Natürlich. Yay. Remove to the remove. Hallo. Okay, ich verreck gleich schon wieder. Danke. Geht doch ans Feuer. Es liegt nicht am. Ah, endlich, was ist denn fertig? Ich hasse diese Essenseinstellungen. Alter, wie wenig bringt ein Stück Fleisch? Hast du ein rohes gegessen? Nein, ein gebratenes. Sicher? Ja. Davon kann ich gerade mal zwei Minuten leben.
Ja, wenigstens kannst du 2 Minuten leben von einem Stück Fleisch. Oder wie viel kann ich damit leben? Es tut mir leid. 12 Sekunden. Das ist unnormal, ja. Warum verliere ich so viel Essen? Ich mach nichts. Da ich ja. Das ist ja kacke, ne? Warte. Komm mit, Trike. Komm mit. Komm hierher. Ja, er hängt. Schlag mal den Trike. Nein. Au, au, au. Hat sie befreit. Hat sie befreit. Ah, hat sie befreit. Hilfe. Hallo? Ah, jetzt hängt er. Komm her. Jetzt. Nein. Au. Mein. Also, das ist wie gesagt ein Let's Test. Oder wir schreiben Let's Fail. Ja, das. Ich überlege auch schon, wie ich das nenne. Wir schreiben bestimmt Let's Fail hin, und die richtige Let's Play-Folge kommt dann erst das nächste Mal. Marc, ich komme zu dir. Ist der Trike noch da? Nein, aber ich reite. Hui! Worauf reitest du denn? Auf eine Schildkröte? Irgend so ein Ding hier. Wo bin ich gestorben? So Schildkröte. Doch, der Trike ist noch da. Was redest du für einen Scheiß? Achso, der ist da. Und hier liegt meine Leiche. Ich schwimme eine Runde. Ja, mach das. Oder Let's Fun. Naja. Okay, stimmt allerdings. Wieder ausrüsten. Ich möchte jetzt okay, mal gerne warte, leben. Das Ding machen wir bei 20 Minuten Stopp. Was? Das Ding wird keine 30 Minuten lang. Wir haben schon 20 Minuten. Okay, das war's dann für heute. Nein. Tschüss. Nein. Tschüss. Mach ich nicht, ne? Mach ich nicht. Ja. Oh. Ich krieg immer mehr Rüstung. Ach, weißt du, wir sind doch solche Pro-Gamer, wir machen Neustart. Natürlich. Wir machen Restart. Nein, nein. Trike, hör auf mich zu nerven. Kann ich mir einen Speer bauen? Was fehlt mir denn dafür? 8 Wood. Gib mir Wood. Gib mir Fiber. Ja, ich bin dafür, dass wir das erste hier Let's Test nennen und das nächste wird dann erst das richtige Let's Play. Können wir das dann irgendwie offline besprechen, weil wir sind immer noch im Video, also wirklich. Ich weiß. Unprofessionell hier, Marc. Geht gar nicht. Wir sind einfach nicht professionell genug. Außerdem ist das eine Ideenansammlung. Mhm. Hey, ich habe 4 Dino Glaser Skin. Hä? Außerdem ist das gut, wenn ich das so sage. So weiß man dann. Du bist immer noch auf der Schildkröte. Ist das denn ernst? Ja, ich darf mich bloß nicht bewegen und so schneller sterben. Da habe ich darauf gewonnen. Es hat all. Ach, du bist tot. Kaum redet er vom Sterben, schon ist er tot. Nein. Au. Geh weg. Ich hab dir nichts getan. Ich, ja. Das nennen wir Let's Test, weil wir jetzt einfach alles hier testen wollen, weil es total scheiße läuft, Leute. Deswegen sage ich das. Ey! Du ziehst mich von dem Trike weg! Geh in die andere Richtung! Welche Richtung? Rückwärts! Andere Richtung! Wo bin ich eigentlich? Du ziehst mich mit dir! Das müssen wir doch irgendwie ändern können. Das ist doch scheiße. Der guckt mich an. Das gefällt mir nicht. Ich sag ja. Stirb. Wir machen ein. Er stirbt hoffentlich bald. Marc, wir können einen Trike töten. Ja. Er ist tot. Wow. Essen. Ich bin voll happy. Marc, ich hab Fleisch. Damit kommst du jetzt irgendwie zu spät. 9 Fleisch. Alle Hater-Kommentare sind in diesem Video und nur in diesem Video willkommen. Ey, hier liegt eine Leiche. Von wem ist denn die? Von Marc. Oh. Was hatte Marc denn Schönes? Nichts. Ich sehe schon.
Ich nehme mal alles, ne? Alter! Gott, das Kacke im Inventar. Mein. Oh, du Schwein! Was fällt mir denn ein Wutsch? Gib mir einen Wutsch! Gib mir einen Wutsch! Kommt da einfach an und klopft meine Sachen! Du hattest ja quasi nichts! Was willst du eigentlich? Überleben will ich! Au! Renn doch nicht in meine Axt rein! Dieser Baum steht unter Naturschutz! Warte, welcher? Welcher denn? Wo bist du? Haha. Ach der? Der ist unter dem Naturschutzbaum. Ey! Gegen die Natur! Wieso tust du das? Wieso tust du das? Ah. Du hast einen Naturschutzbaum getötet. Ich hab einen Speer. Ach, plötzlich geht er weg. Das können wir niemals rausstellen. Au! Nein, Mark, hau ab! Mark, geh weg! Nein! Ist das dein Ernst jetzt? Nimm den Speer! Ist das jetzt dein Ernst? Man kann es ernsthaft nicht mehr werfen? Doch, mit Rechtsklick. Wow, noch nicht mal getroffen. Dankeschön für den Speer. Ist irgendwas? Ich zähme ein wildes Leon. Hier sehen Sie ein wildes Leon in seiner natürlichen Umgebung. Ah! Wilde Leons wirken sehr oft aggressiv auf ihre Mitmenschen. Aggressives Leon. Oh, eine bangende Schildkröte, das gefällt mir. Attacke! Schildkröte, töte ihn! Wir sind immer noch ein Team, Mark! Es bringt dir nichts, wenn ich sterbe. Mark, im Lagerfeuer liegt übrigens Essen. Du hast das Ding auch angegriffen. Hallo! Mark, im Lagerfeuer liegt Fleisch gebraten. Oh. Bis dann. So lenkt man ein wildes Mark ab. Stier, du scheiß Schildkröte! Jetzt ist der Speer kaputt. Ah, die ist tot. Essen, gib ich mir habe Essen. Ich habe 6 Fleisch gefuttert. Ist das dein Ernst? Fleisch, was wir da drin hatten. Und es bringt nur die Hälfte des Lebens. Welches Leben? Wie kommst du jetzt auf Leben? Ich meine die Hälfte des Hungers. Warum hast du 6 Fleisch gefressen? Mag es komplett durch. Kannibalismus. Weißt du, ich bin hier fast am Verhungern und der frisst einfach 6 Fleisch. Hallo? Ich bin am Verhungern gewesen. Ja, ich verhungere auch gerade. Nicht mal bauen kann er hier. Ich habe Rüstung gelernt, nicht bauen. Sag ja, let's fail. Ja, genau sieht's aus. Also wir machen bestimmt nicht alles let's fail, sondern nur die Folge. Hoffentlich. Ja, das werden wir dann sehen. Das stellt sich dann immer raus nach den Videos. Wir machen das nämlich so, wir überlegen uns nicht vorher die Videos, weil ich habe manche schon erlebt. Ich kenne manche, die überlegen sich im Vorher einen Namen für ihr Video. Und dann versuchen sie das so ungefähr danach zu gestalten. Wir sind spontan. Wir machen es andersrum. Wir zocken und dann überlegen wir uns einen Namen fürs Video. Deswegen alle Namen noch unbekannt. Niemand weiß irgendwas. Nee. Weil nicht mal wir wissen die Namen. Das ist immer das Lustige. Kommt so einer zu mir? Nein. Ich sag mal,
Wie heißt... Ich sehe der Steinbrocken, wenn die doch fliegen. Ich muss essen. Ich muss essen. Ne, da kommt einer zu dir an und fragt dich so, sag mal, wie heißt denn eure nächste Folge? Ja, weiß ich nicht. Ist mir doch egal. Essen. Au! John Cena. Weißt du, ich stehe da und esse was so und der schlägt mich einfach. Ich hab Baum abgeschlagen. Ja, der ganz zufällig direkt neben mir war, ne? Hahaha, Schlag, Sahne, scheiß Internetwitz. Warum? Warum hast du das Feuer ausgemacht? Das war's sehen. Selbst ich mach Fehler. Was heißt hier selbst du? Du machst immer Fehler. Ich bin schon wieder das Arschloch. Ja, du bist immer das Arschloch. Wie du selbst so gern sagst. Ich guck mal, ob ich Fische jagen kann. Was ist denn das hier? Ich hab einen Keul gefunden. Ja, den. Schlag den kaputt. Die geben schön viel Fleisch. Und sind. Und wehren sich nicht. Bleib stehen, Keul! Der Keul schwimmt zu schnell. Oh nein. Ich hab einen Trilobite gefunden. Die bringt voll viel Tierhaut. Nein, die bringt Chitin. Echt? Achso, ja, stimmt. Die bringt Chitin. Die anderen bringen ja Haut. Hide. Komm her. Ne, wo ich das erstmal arg gespielt habe, muss ich erstmal überlegen, was Hide heißt. Ich Mark und Englisch. Zwei verschiedene Welten. Hallo, ich spreche Denglisch. Ja, das kann ich auch. Ich hab Chitin, es bringt uns noch nicht viel. What's your name in this Leben? Englisch, meine Damen und Herren. So. Übrigens, ich konnte nicht den Keul fangen. Also, Marc, ich weiß nicht, was du gemacht hast, ne? Aber ich habe vier Fleisch gegessen und mein Essen ist quasi voll. Ja, ist mir auch gerade eben das aufgefallen, dass das sechs Fleisch mein Leben aufgefüllt hat. Marc? Ja. Ich würde sagen, uns geht's gerade beiden gut. Also können wir auch die Folge beenden, ne? Ja, ja. Okay, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt Tipps, Tricks in die Kommentare. Und erwartet bitte nicht zu viel von dieser Folge. Ja. Das sagst du am Ende, wow. Dann bis zum nächsten Mal. Ey, doch, warte. Erwartet auch vielleicht nicht so viel von den nächsten Folgen. Wir müssen da jetzt ein bisschen rumtüfteln, weil wir gesagt, einfach auf Glück haben wir das Spiel gestartet, ohne irgendwelche Einstellungen zu bearbeiten. Ja, das Let's Play wird nicht das Ganze, sondern die Folge wird wahrscheinlich ein Let's Fail. Wie wir jetzt eben festgestellt hatten. Und ich würde mal sagen, wir hoffen, dass die nächsten Folgen besser werden. Ich würde sagen, die nächste Folge wird auch nochmal circa 30 Minuten sein, weil dies ja eigentlich nicht direkt was geworden ist. Und sonst wird es wahrscheinlich wieder wie unsere anderen Folgen 20 Minuten. Der Grund, warum wir jetzt spontan ein neues Let's Play angefangen haben, liegt... Sagen wir in der nächsten Folge. Darin. Okay, das war's für die Folge. Ciao. Tschüss.